Wir suchten nach der Erleuchtung unserer Gräber. Wir fanden sie in der Nacht. Gebete, liebe Geschwister, sagte er. Yazid al-Raqashi, rahimahullah, ein Tabi'i, der viele Toten bestattete, sagte diese Worte, indem er sich vorstelle, wie sich die Gläubigen im Grabe fühlen konnten. O du Begrabener in deinem Loch und Einsamer in deinem Grabe, du bist derjenige, der die Geborgenheit im Inneren der Erde durch seine Taten findet. Ich würde gerne wissen, mit welchen Taten du die frohe Botschaft erhalten hast und mit welcher deiner Brüder du glückselig bist. Hier ist der Tag von Barzakh gemeint. Das ist die Zeit nach dem Tod und vor der Abrechnung, denn hier werden die Menschen je nach ihren Taten, die sie auf Erden vorausschicken, Glückseligkeit oder Unheil vorfinden, bis Allahs Urteil beginnt, subhanahu wa ta'ala. Hatim al-Asam, rahimahullah, sagte, ein Tabi'i ist das, wer an den Gräbern vorbeigeht und dabei nicht über sich selbst nachdenkt und nicht für die Toten betet, der hat sowohl sich als auch die Toten betrogen. Al-Abid sagte, ein Tabi'i, O meine Mutter, ich wünschte mir, dass du unfruchtbar gewesen wärst. Er wünschte sich nicht geboren zu sein, denn dein Sohn wird im Grab lange aufgehalten und die Reise wird lang andauern. Er hatte durch seine Sünden Angst vor der Strafe im Grab gehabt. Daher sprach er diese Worte. Und das ist ein tugendhafter Diener gewesen, liebe Geschwister. Was ist mit uns heute, die jeden Tag Sünden begehen und achten gar nicht darauf, was für Sünden sie sind, ob klein oder groß? Sogar heute große Sünden erscheinen für uns so klein, a'udhu billah. Dies ist ein Beweis, dass die Erhabenheit Allahs subhanahu wa ta'ala auf unsere Herzen verschwunden ist. Hassan ibn Salih, auch Hassan ibn Salih sagte, wenn er am Friedhof stand, Hassan ibn Salih, wenn er am Friedhof stand, sagte, wie schön ihr von außen geschmückt seid, doch die Katastrophen liegen in euch drin. Rabi' ibn Khuthaym, ein Tabi'i, grub sich ein Grab im Hause. Jedes Mal, wenn er Hartherzigkeit empfand, legte er sich hinein und rezitierte den Vers 21 auf der Surah Al-Mu'minun. O mein Herr, sende mich zurück, damit ich das gut tue, das ich unterließ. Er wiederholte ihn mehrere Male und sprach zu sich, O Rabi', nun bist du zurück, so handle danach. Maimun ibn Mahram sagte, ich ging mit Umar ibn Abdul Aziz zum Friedhof. Er schaute zu den Gräbern und fing an zu weinen. Dann sagte er zu mir, O Maimun, das sind meine Vorfahren von Bani Umayyah. Es scheint, als hätten sie mit den Bewohnern der Erde und ihren Gelüsten im Desert nicht gelebt. Siehst du nicht, wie tot, einsam und verlassen sie mit ihrer Strafe sind und wie vollkommen sie aussehen? Siehst du nicht, wie ihre Körper von Insekten bewohnt werden? Dann weinte er und fuhr fort, bei Allah, ich kenne keinen, der das Leben genoss, dann ins Grab gelegt wurde, ohne dass er vor Allahs Strafe sicher war. Thabit al-Binani, rahimahullah, sagte, ich war am Friedhof und als ich gehen wollte, sagte eine Stimme zu mir, lass dich nicht von der Stille der Toten täuschen. Wie viele Seelen liegen jetzt hier in Kummer und Trauer? Ein Gelehrter kam zu Umar ibn Abdul Aziz und wunderte sich, wie sein Aussehen durch Anbetung und Anstrengung verändert wurde. Umar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, sah seine Verwunderung und antwortete, was wäre, wenn du mich 3 Tage nach meiner Beerdigung sehen würdest, wo meine Pupillen die Wangen entlang fallen, meine Lippen sich auf die Zähne aufschürzen und mein Mund geöffnet sein wird, wo aus ihm ein rostiger Schleim rauskommen wird oder raussickern wird und mein Bauch so sehr ausschwillt, dass er höher als meine Brust sein wird. Und wenn Kot aus dem Körper ausgeschieden ist und du siehst, wie die Würmer aus der Nase rauskriechen, dann wärst du noch verwunderter, als du jetzt bist. Und der Gelehrte al-Ghazali, rahimahullah, beschrieb den Tod in seinem Buche, die kostbare Perlen jenseits, so, die Seele entschleicht, wie der Tropfen dem Schlauche entschleicht, die Seele eines Sünders jedoch entschleicht, wie der Bratspieß aus durchnässter Wolle. Man fragte den Gefährten Ka'b al-Ahbar radiyallahu anhu über den Tod und er sagte, wie ein Zweig mit Dornen, der ins das Innere eines Menschen hineingebracht worden ist, und da zieht ihn ein Mensch, der Kraft hat, heraus, schneidet dann davon ab, was er kann und lässt zurückbleiben, was zurückbleibt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, und der Tote glaubt, dass sein Leib mit Stacheln angefüllt sei und dass seine Seele gleichsam durch eine Nadelröhre hinausgezogen würde und dass der Himmel sich gleichsam auf die Erde
Decke, während er sich zwischen beiden befindet. Teuerste Schwester im Islam, streng dich an, streng dich aufrichtig im Verrichten guter Taten an. Empfinde die Schlechtigkeit der Sünde und ihre Widerwärtigkeit und halte dich von schlechten Orten fern. Halte dich an deine Koranrezitation, besonders an ermahnende Verse, welche dein Herz erweichen. Und erinnere dich daran, dass die Sünde hässliche Spuren im Diesseits und im Jenseits hinterlässt. Gedenke häufig Allah subhanahu wa ta'ala, damit dein Herz Ruhe findet. Und wechsel deine Umgebung, wenn sie schlecht ist. Suche tugendhafte Schwestern, die, wenn du vorhast, eine Sünde zu begehen, dich davon abhalten, indem sie dich ermahnen und wenn du eine gute Tat verrichten willst, dich darin bestärken bzw. unterstützen. Schwester, besuche Ermahnungskreise, die dein Herz wieder beleben. Und Schwester, inshallah, Schwester, kehre zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wirst du die Glückseligkeit erlangen in Dunya und im Achen. Schwester, inshallah, schließe dich der Karawane der zurückkehrenden Frauen an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.